Das Europaparlament hat letzte Woche einer Richtlinie zur Urheberrechtsreform zugestimmt, die sowohl eine Verpflichtung für Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern enthält, als auch das in Deutschland schon bekannte und gehasste Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Mir geht es in dem Vortrag vor allen Dingen darum, klarzumachen, dass das noch nicht die endgültige Entscheidung ist. Es gibt jetzt Verhandlungen, wo wir versuchen können, das Ganze noch zu stoppen. Ich glaube, also das Kernproblem, was auch hinter der Urheberrechtsreform steht, ist, dass der Staat immer mehr versucht, die Rechtsdurchsetzung an private große Technologieunternehmen abzuschieben. Das ist nicht nur im Urheberrecht so, auch bei Terrorismus, Hate Speech und dergleichen. Und ich glaube, das ist wirklich gewisserweise so eine Auflösung des Rechtsstaats, dass wir sagen, die Entscheidung, was legal ist und was illegal, wird nicht mehr von Richtern getroffen, sondern von Facebook. Netzpolitik.org ist wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum die beste Informationsquelle über die digitale Revolution und wie die mit der Politik zusammenhängt. Also das heißt nicht nur, was im Bundestag, in der Bundesregierung abgeht, auch in der Europapolitik. Also da hat Netzpolitik auch seine Berichterstattung ausgebaut in letzter Zeit. Und das finde ich ganz wichtig, weil oft ist es so, wie zum Beispiel vor ein paar Jahren bei der Vorratsdatenspeicherung, dass der große Protest erst kommt, wenn Deutschland eine EU-Vorgabe umsetzt. Und es ist ganz wichtig, dass wir schon aktiv sind, wenn diese Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen sind. Und da leistet Netzpolitik einen ganz großen Beitrag, dass wir darüber Bescheid wissen.